Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Die letzten Vlogs sind wieder ein paar Wochen her. Das war nämlich das Projekt Schreibtisch-Setup. Wer da vorbeischauen will, kann das gerne tun. In diesem Video, das wird nur ein Video jetzt hier werden, dreht es sich mal wieder um unseren Aufnahme-PC oder auch Zweit-PC, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Wir werden in diesem Video nämlich zwei Sachen austauschen, die wir jetzt hier auch gleich auspacken werden. Ich werde euch zeigen, was das ist. Dann werden wir den PC rausholen, werden ihn auseinandernehmen und diese Sachen dann austauschen. Demnach möchte ich gar nicht mehr weiter so lange rumreden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So, und da würde ich auch mal direkt sagen, zeige ich euch, was es denn nun letztendlich in meinen PC schafft. Das sind einmal zwei Teile, nämlich haben wir einmal das Netzteil. Ne? So, da sehen wir die Kamera. Guten Tag. Wir haben hier einmal ein Be Quiet Strike Power 11 mit 650 Watt und vollem Kabelmanagement. Und da haben wir noch ein anderes Mal eine Kompaktwasserkühlung, und zwar die Thermaltake Floy Ring 360. Meine absolute Traumkühlung, Freunde, die wollte ich schon immer mal haben und jetzt habe ich sie mir endlich mal gegönnt. Der Grund dazu ist folgendes: Ich baue jetzt für jemanden nämlich einen PC zusammen und da benutze ich die alten Teile aus meinem PC, also das alte Netzteil, das Pure Power 10 mit 500 Watt und einmal mein Darkrock Pro 3 CPU-Kühler, weil ich bin immer so ein Typ, der so sagt, ja, ich hole mir jetzt keine schlechteren Teile für andere, sondern ich hole mir einfach bessere Teile für mich selber und dann kriegen die meine alten Teile, weil meine alten Teile sind mal gut, weil ich kaufe halt nur gute Sachen. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal das Netzteil raus, dann die Kühlung, gucken mal, was da alles drin ist. Dann holen wir den PC raus, dann gibt es den Musikpart wieder endlich. Nicht mehr so lange rumreden von mir, ne? Musik und dann Zeitraffer, Bild wieder von dem PC. Also los geht's. Dazu haben wir natürlich wieder direkt das wunderschöne Unboxing-Messer am Start. Das Netzteil ist da. Ich würde sagen, wir machen die Folie kaputt. Wir gucken uns mal an. Ich habe mir bei dem Be Quiet Netzteil übrigens die volle modulare Variante geholt. Ich glaube, bei dem Modell gibt es sogar gar nichts anderes. Es hat auf jeden Fall komplettes Kabelmanagement. Das ist auch das erste Netzteil, was das hat. Demnach bin ich natürlich umso gespannter, wie das dann am Ende auch aussieht. Also das Netzteil, da hängen halt jetzt gar keine Kabel mehr raus. Finde ich persönlich mega geil. 650 Watt habe ich mir aus dem Grund geholt. Ich habe ja da 500 Watt drin. Aber eine GTX 980 Ti verbraucht halt schon eine Menge Strom. Und mir ist tatsächlich ein, zwei Mal passiert, dass der PC komplett ausgegangen ist, wegen halt zu viel Verbrauch. Und deswegen dachte ich mir, okay, der PC, den ich jetzt zusammenbaue, der braucht nicht so viel. Deswegen dachte ich, 500 Watt werden für den auf jeden Fall reichen. Für mich halt nicht. Deswegen 650 Watt für mich. So, die Box, muss man sagen, sieht wirklich gut aus. Wie man es von Be Quiet kennt, sehr hochwertig, da kann man an dieser Stelle nicht nee zu sagen. So, dann machen wir das mal auf und schauen, was sich in dieser Box verbirgt. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Es fällt wieder zu, egal. So, hier ist erstmal schön schwarz, das finde ich sehr schön. Dann machen wir das hier auf und finden vor, wunderschön, die Betriebsanleitung. Warum für ein Netzteil? Egal, ist dabei. So, dann haben wir hier in der Mitte auch schon das Netzteil selbst. Und die Kabel finden sich hier an der Seite. Die sind wunderschön. Also das sind schöne Sachen. Ne? Die Kabel sind schwarz, sind auch wunderschön ummantelt. Ja? Das ist immer eine ganz schöne Sache. Bei Netzteilkabeln, bei billigen Netzteilen hat man sowas halt nicht. Da hat man meistens diese farbigen Kabel, die von Haus aus wirklich nicht ganz so gut aussehen. Hier sind das recht schöne Kabel. Auf der anderen Seite, wer hätte es gedacht, nochmal das gleiche. Nochmal ein Kabelbündel. Hier ist ein Netzwerk, der Mainboard-Stecker dabei, die Festplattenkabel, ein paar Molex-Teile. Und hier sind die, ja, ausschließlich Grafikkartenkabel. Dann ist hier bestimmt auch der CPU dabei, ne? Ja, einmal dort. Wir haben außerdem noch hier hinten irgendwas, und zwar einmal natürlich das Stromkabel, was man in die Steckdose steckt, klar. Und dann ist tatsächlich auch gar nichts mehr übrig, der Karton ist leer, das außer natürlich das Hauptstück. Und in so einer wunderschönen Folie eingepackt haben wir dann das Be Quiet Strike Power 11 80 Plus Gold zertifiziert und komplett Kabelmanagement. Ist schön. So, hier natürlich, wie es sich gehört bei solchen Produkten, so ein komisches Tütchen hier, wegen Feuchtigkeit oder so, Absorber sind das. So, weglegen. So, hier kommt es zum Vorschein, Freunde.
Eins muss man bei Be Quiet sagen, egal in welcher Preisklasse, diese zertifizierten Netzteile, die sind von der Verarbeitungsqualität einfach geil. Ich meine, guckt euch das hier mal an, das sieht einfach nur extrem hochwertig aus. Es ist egal von welcher Seite, wenn es hier erstmal das hier ist, ne, das hier ist die Seite, wo man die ganzen Kabel reinsteckt, keine Kabel, ja. Das ist halt das Geile bei einem vollmodularen Kabelmanagement. Danke, Flugzeug. Dann haben wir auf dieser Seite noch den wunderschönen Be Quiet Schriftzug. Hier ist natürlich die Rückseite, wo das Kabel reingesteckt wird und der Anschalter ist. Und das hier ist die Seite, die man im PC sieht. Ne? Bei mir nicht, weil mein Gehäuse hat eine Netzteilabdeckung, aber das hier wäre die Seite, die man sieht. Und ja, das ist es vom Netzteil eigentlich gewesen. Im Zeitraffer werden wir das Ding natürlich einbauen ins Gehäuse. Hier ist es übrigens ein Silent Wings 3 Lüfter, sehr sehr leise. Das Ding hat glaube ich auch diese neue Technologie mit dem komplett kabellosen Aufbau im Inneren. Das heißt, unter dem Lüfter, wo die ganze Technik ist, ist überhaupt kein Kabel verbaut. Der Strom fließt einzeln und allein über die Platine. Das ist bei der Straight Power F Serie neu dazugekommen bei Be Quiet. Das macht das Netzteil langlebiger und zuverlässiger. Super Sache. Kümmern wir uns als nächstes um die wunderschöne Kompaktwasserkühlung von Thermaltake. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie die am Ende ist. In meinem Hop-PC finden sich nämlich 10 von diesen Thermaltake RGB-Lüftern, halt in der weißen Variante, aber ich dachte mir, wenn dann Thermaltake, ja, dann auch richtig. Und diese Kühlung wollte ich sowieso immer schon haben. Und das Problem ist, dass die halt mit meinem CPU-Sockel, den ich in meinem Hop-PC habe, halt nicht so gut geeignet ist, weil der Kühlblock ein bisschen klein ist für den Threadripper, den ich habe. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber die Kühlung wollte ich eigentlich schon haben, seitdem sie draußen ist, und deswegen finde ich es umso geiler, dass ich diese jetzt in meinem Besitz habe und endlich auspacken kann. So, der Karton selbst fühlt sich schon mal ziemlich nice an, muss ich sagen. Schön schwarz, fühlt sich gut an, wertig auf jeden Fall. So, wir haben hier auf der Rückseite auch nochmal ein bisschen was zum Zeigen. Hier wird die Software erklärt, mit der die Lüfter dann arbeiten können. Hier sieht man noch ein bisschen was zum Kühlblock, RGB beleuchtet, der Controller, der dabei ist, und hier natürlich die ganzen Lüfter und der Radiator. Ein paar Effekte als Beispiel, und so sieht die Software aus, mit der man diese Lüfter dann am Ende steuern kann. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ja, wie man es von Wasserkühlung kennt, ist immer dieses komische Recycle-Material dabei, wo der Radiator drin verborgen ist. Offenbar auch die ganze Kühlung. Okay. Riecht auf jeden Fall nicht so geil, aber es ist ja normal, kennt man ja. Von Wasserkühlungskarton ist der Karton ist leer, und hier ist der Inhalt, ist ziemlich viel, ne? Also wir haben hier einmal wieder die Garantiebestimmungen, brauchen wir nicht. Das hier ist einmal so ein Plan, genau, hier ist die Bedienungsanleitung. Die ist hier tatsächlich gar nicht mal so unsinnvoll, ne? Also hier wird dann immer erklärt, was man wofür braucht und wie man das hier anzubringen hat und so weiter. Ist eine ganz nette Sache. Die könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. So, hier ist einmal ein kleines Tütchen mit, es sieht aus wie ein Stromkabel bzw. Verbindungskabel an das Mainboard. Die Kühlung wird mit USB 2.0 ans Mainboard angeschlossen für die Steuerung des Controllers. Und mit Molex-Stecker wird das Ganze mit Strom versorgt. Finde ich schade, dass es ein bisschen älterer Anschluss ist, aber die meisten Netzteile haben den Anschluss ja auch, genauso wie das, was wir gerade ausgepackt haben. Von daher ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Hier ist der Steuerungscomputer von der Kühlung. Den brauche ich in dem Fall nicht, weil ich bereits schon einen in diesem PC habe. Hat 5 Anschlüsse. Das ist ganz gut. Hier sind die ganzen Mounting-Kits drin, wie man sehen kann. Hier sieht man einmal den Aufschriftzug mit AM4, AMD oder Intel. Also das Ding ist eigentlich mit so ziemlich jedem gängigen Sockel der letzten 6, 7, 8 Jahre kompatibel. Ja, auch mit den Extreme-Sockeln ist das kompatibel, mit allem Möglichen. Also mit der Kühlung kann man wirklich so ziemlich alles kühlen. Hier in diesen weißen Kartons befinden sich die 3 Lüfter von Thermaltake. Das sind die ganz normalen Ring Premium Edition Lüfter. Die habe ich noch nicht gehabt. Ich habe nur die Ring Trio Lüfter in meinem PC. Deswegen gucken wir uns den jetzt einfach mal an. Er sieht ein bisschen anders aus als die ich habe. Bei mir ist das Rotorblatt ja weiß. Allerdings haben wir hier auch den LED-Ring einmal auf der Außenseite und hier auch einmal auf der Innenseite. Er fühlt sich relativ
hochwertig. Also er wiegt auch ordentlich was. Das Kabel hier ist ziemlich nice gesleeved, auch wenn die Kamera das gerade leider nicht scharf stellt. Tut mir leid. Die werden auch hier ganz normal mit so einem USB-Stecker angesteckt, eben an den Controller. Also auf dem Mainboard kann man die jetzt nicht betreiben. Die müssen immer an den Controller. Hier sehen wir jetzt nochmal auf der Nahaufnahme die Lüfter. Danke, Fokus. Oha, ja. Ganz schön. Hier nochmal der LED-Ring, der zur Geltung kommt. Sieht ganz schick aus. Davon dann eben, wie gesagt, drei Stück, weil 360 mm Wasserkühlung. Und zu guter Letzt dann eben noch den Kühlblock inklusive des Radiators. Ja. Die Schläuche sind auch gesleeved. Der Pumpenblock ist RGB beleuchtet. Genauso wie die Lüfter. Das finde ich sehr schön. Die Klappe ist ab. Das ist nicht so schön. Die scheint aber auch nicht so besonders fest zu sein, muss man sagen. Wärmeleitpaste ist schon im Vorfeld aufgetragen. Das ist eine gute Sache. Auch wenn diese Sicherung hier eigentlich hätte fest sein müssen, weil mir hier sonst die Wärmeleitpaste abtrocknet. Okay. So, und hier haben wir die Wasserkühlung. Hier haben wir erstmal den 360 mm Radiator. Kann man schön durchgucken, wie man sehen kann. Da kommen die Lüfter natürlich drauf. Vermutlich eher unten. Das Ding wird in die Decke kommen. Das heißt, die Lüfter werden da unten dran befestigt. Schläuche auch wunderschön gesleeved. Und hier der Pumpenblock mit der oben vorhandenen RGB-Beleuchtung. Wunderschön. Wärmeleitpaste kann man dann halt hier auch sehen. Ist bereits drauf. Ich bedanke mich wieder an den Fokus, der arbeitet. Nicht, Wärmeleitpaste ist drauf. Gut, Freunde, nachdem wir nun alles ausgepackt haben, will ich jetzt auch mal gar nicht mehr weiter so lange rumreden. Ich würde sagen, wir holen unseren PC hervor, beginnen direkt mit dem Auseinandernehmen und dem anschließenden wieder montieren. Freunde, wir hören uns am Ende des Videos nochmal. Musik ab. Auf geht's.
Ja, und da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen des Zusammenbaus. Der PC funktionierte wunderbar, Temperaturen sehen auch gut aus, hat alles geklappt. Damit, Freunde, würde ich auch sagen, war's das für dieses Video. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, Freunde, war's das wieder. Mal schauen, was wir uns dann im nächsten Vlog so alles vornehmen. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.